Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Rötliches Rot. Mit dem 7. Orden im Gepäck, machen wir uns wieder auf in Richtung Heimat. Und hier auf dieser Route darf ich mir noch was fangen, habe ich mir sagen lassen. Die Möglichkeit haben wir nämlich jetzt. Krabi. Ich meine, falls alle Stricke reißen sollten, ja. In der 8. Arena, dann... Ja, man weiß ja nicht. Na toll. Man weiß ja nie. Also, sobald ich die Top 4 anfange, kann ich ja nicht mehr zurück. Kann mir dann also nichts mehr von der Box holen. Und würdest du jetzt bitte drin bleiben? Krabi? Weißt du was? Ich habe eh zu viele Bälle, nehme ich an. So, hier, Superball. Verzeihung? Oh, in der Siegestraße darf ich mir noch was fangen. Natürlich. Stimmt. Inklusive Lavados. Danke, mein Gott. Inklusive Lavados. So weit soll ich's... Ja, doch. An Lavados kommt man eigentlich gut ran. Meine Angst ist aber eher, dass mir was passiert. Oder respektive einem Pokémon aus einem Team. Wenn wir da den Kampf machen. Shit, dann habe ich nicht gesehen. Wobei, was will einem Aquana schon passieren? Gegen ein Lavados, jetzt mal im Ernst. Ja, nee, das wird schon hinhauen. Wir können es bestimmt auch nicht fangen, aber... Oh, das kotzende Pokémon mal wieder. Was machen wir gegen dich? Such dir mal den Eistrahl. Ja, auch bei Octillery, ich hätte... Oh, perfekt, ich wollte es gerade loben und dann macht das noch sowas. Ja, ich hätte nie gedacht, dass wir Octillery so lange im Team haben, aber es hat sich als fantastisches Pokémon dargestellt. Ja, ist eingefroren. Ja, ich sollte wirklich noch den Surfer beibringen. Statt dem Blubstrahl. Ist halt viel stärker. Ja, komm, ist gut jetzt. Ja, ich glaube, das muss ich gleich machen. Sonst werde ich sie da vergessen. Ich weiß nicht, warum ich das damals nicht gemacht habe. Oh, Bisasam. Sehen wir es also doch noch, unser Bisasam-Freund. Ja, Bisasam und Octillery. Octillery sage ich schon. Vulkanion. Ja, Leute. Die zwei Pokémon vereint. Im selben Spiel. Das ist fantastisch. Das war ein cooler Randomizer. Wusste ich ja von Anfang an nicht, dass die beiden Pokémon drin sind. Oder sind die ersten 151 immer drin? Bin ich jetzt gerade unschlüssig. Ja, mehr oder weniger sieht es so aus. Wir haben hier... Ja, wir scheinen wirklich die meisten gesehen zu haben. Ja, es sieht so aus, als ob die erste Generation auf jeden Fall dabei ist. Ja, und der Rest... ist halt zusammengewürfelt. Ah, ist halt ziemlich cool. Bittifass ist wirklich das Letzte, das wir gesehen haben. So, wie gesagt, falls ich jetzt das... ich habe natürlich Surfer nicht dabei. Machen wir das dann halt in Vertania City, weil... Hast du ein Item bei dir? Nee. Ja, in Alabastia haben wir keinen Computer. Doch, haben wir. Die Items können wir verwalten. Ohoho, Gengar. Ohoho, Gengar. Friss mein Psystrahl. Oh. Ich sagte, friss mein Psystrahl. Perfekt. Sind ja bald da. Geht mir aus dem Weg. Aus meinem Sichtfeld. So, du kannst nicht schwimmen scheinbar, wobei... Irgendwie bist du ja auf diese Plattform gekommen. Na, vermutlich mit deinem Pokémon. Würde Sinn ergeben. Nochmal ein Krabi. Wir haben schon eins wie dich gefangen. Das reicht schon. Aber vielleicht sollte ich wirklich noch ein bisschen trainieren. Die Strecke hier, oder das Gras, meine ich, gehört immer noch zu dieser Route, oder? Ja. Farbe hat sich geändert. Wir gehen erstmal zu Mama. Hallo Mama, da bin ich wieder. Mach mal ein Päuschen. Ja, dieses Haus, ne? Ich meine, die Mutter, sie hat hier ihre vier Stühle, einen Tisch
Und ein Fernseher, der auf dem Boden steht, mehr hat sie nicht. Und das ist mein Zimmer. Das ist genauso groß wie der Rest des Hauses. Ich meine ja nur, sie hat nicht mal ein Bett. Die haben nicht mal eine Toilette, die haben gar nichts. Jetzt habe ich das... Jetzt habe ich das Fahrrad abgelegt. Nein, ich will... das ablegen. Dann würde ich gerne... die Angel ablegen. Dann würde ich noch gerne... das ablegen, brauchen wir eh nicht. Dann nehmen wir mit... wieder das Fahrrad. Ah, jetzt habe ich... Leute, ich habe das vergessen. Wir nehmen Surfer wieder mit. Und wir nehmen das Fahrrad wieder mit. Und außerdem würde ich noch gerne das Helix-Fossil mitnehmen. Und was ich kann... hier, den Bernstein. Ja, das habe ich jetzt ganz vergessen auf dem Rückweg. Kann aber mal passieren. Was ich jetzt aber auch nicht vergessen darf, ist Surfer auch zu benutzen. Ich kann es auch gleich wieder ablegen, aber... ja, zu auch. Octillery. Alle könnten das lernen. Das ist interessant. Sogar Pudox? Ach so, ja, weil es eine VM ist, ne? Aber Octillery kann auf jeden Fall Surfer lernen, da... Jetzt habe ich einfach zu schnell gedrückt, aber es ist zum Glück Blubstrahl. Mir ist gerade kurz im Moment das Herz stehen geblieben. Aber gut, Leute, wir gehen noch kurz die Fossile abgeben. Bis gleich. Und da wären wir. Ich glaube, bei dem Typen da muss ich das Zeugs abgeben. Ja. Hast du ein Fossil für mich? Ja, bitte. Hier. Okay, das ist, ne? Es dauert jetzt eine Weile, bis ich das wieder zum Leben erweckt habe, ja. Also, komm irgendwann wieder. Okay. So, bin wieder da. Ich muss das ganze Gebäude verlassen, oder? Ugh. Wenn es unbedingt sein muss. So, bin wieder da. Ich hoffe, das reicht. Wo warst du? Hier. Ja. Tatsächlich, Amonitas, hätte das gedacht. So, auf Box 1. Und dann kannst du auch noch das Aerodactyl wieder zum Leben erwecken, okay? Machen wir es einfach noch kurz. Ja. Es wird eine Zeit dauern, also beeil dich ruhig, ne? Bis gleich. So. Lange, lange Zeit später. Oh, wo warst du hier? Ein Pokémon für dich. Ich meine, auch Aerodactyl könnte im Notfall noch ziemlich gut werden. Was? Ja, an Box 1 gesendet. Okay, zurück nach Alabastia. Leute, mit etwas Glück hätte ich auch hier einem wilden Bisasam begegnen können. Leider sollte es nicht so sein. So, und da werden wir wieder in Alabastia. Wir wollen aber gleich weitergehen. Und zwar in Richtung Vertania City. Auf dem Weg nach Vertania City. Okay. Finden wir hier wieder in Aquana? Nee, nicht. Lass mich einfach nur gehen. Wollen wir jetzt schon die 8. Arena machen? Ja, doch. Wir haben noch Zeit. Vielleicht nicht für die ganze Arena, aber... ich glaube, das sind viel zu viele Trainer dabei. Viel zu viele Trainer. Aber unser Team ist geheilt, oder? Wir müssen nicht noch ins Pokémon Center. Nee, alles gut. Alles gut. Na schön. Als wir beim letzten Mal hier waren, war die Arena verschlossen. Aus Gründen. Nee, da oben lang. Und jetzt ist sie offen. Das bedeutet, vielleicht ist der Arenaleiter zurückgekehrt. So, der Typ hier, der steht im Weg, ne? Ja, der Leiter ist zurück. Ja, ach was. Oh ja, genau. Diese lustigen Dinger hier. Ja gut, bis wir den Arena-Leiter erreicht haben, ist die Zeit eh um. Hier auf Anhieb den richtigen Weg zu gehen, naja. Wobei jeder Trainer, den wir hier mitnehmen, sind gute Erfahrungspunkte, die wir benötigen. Und ja, da fängt es schon an.
39 ist völlig okay. Und Octillery besitzt den Eistrahl, somit keine Gefahr. Sehr gut. Er hat die Doppel-Eisschwäche für Dragoran. Oh, Squagro, cooles Pokémon, kann ich euch verraten. Wir wechseln auf Aquana. Alle müssen noch ein bisschen leveln. Aber Guillotine kann es nicht, hoffe ich. Pferdner ist okay. Ja, ich habe ein bisschen Angst vor K.O.-Attacken. Mit dem aktuellen Team bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Ich hoffe nicht, dass daran noch irgendwas kaputt gemacht wird. Durch irgendeinen blöden Fehler meinerseits oder durch eine K.O.-Attacke. Oder durch Explosion oder irgendwie so ein Quatsch. Das wäre sehr schade. So, dann gehen wir hier durch. Ich muss so oder so kämpfen, oder? Nee, muss ich nicht. Cool. Ich wollte doch gerade sagen, dass ich eigentlich kämpfen sollte, oder? Warum höre ich mir eigentlich selber nie zu? Ja, dieser Weg war jetzt nutzlos. Ich hoffe, das seht ihr auch so. Das. An dem komme ich nicht vorbei. An dem komme ich nicht vorbei. Also muss ich halt doch da hochgehen. Und was kann das überhaupt für ein Item sein in dieser Arena drin? Nicht viel Cooles, oder? Wir werden es herausfinden. Ja, belieber toll. Ich muss bestimmt an allen diesen Trainern vorbeigehen, oder? Vermutlich ja. Aus jedem Grund sind die ja hier. Ja, warum wohl? Weil man da durch muss, ist ja logisch. Okay. Warum habt ihr alle eine Peitsche dabei? Seid ihr Fans von Sabrina oder so? Rihorn. Ja, Rihorn ist schon... Oder passt schon eher in diese Arena, muss ich sagen. Das hat seine Daseinsberechtigung. Aber Octillery klärt, wie so oft. Ja, ich habe Octillery wirklich schätzen gelernt, diesem Let's Play, muss ich sagen. Was machen wir jetzt? Ja, dieser Floor wäre halt auch eine interessante Idee gewesen. Aber wir haben Whiskaboon mit Wasser, Feuer und Pflanzenattacke und sogar noch das Erdbeben. Oh, 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 oh. Mach keinen Quatsch, bitte. Setz keinen Eistrahl ein. Ja, Turtox-Design ist halt wirklich... Das ist eine Meisterleistung. Das ist wirklich fantastisch. Damals haben sie sich noch Mühe gegeben. Heutzutage, ja, was nehmen wir für ein neues Design? Ja, wie wär's mit einem... Mit einem Schlüssel oder eine Eistüte oder... Ne, ihr wisst schon. Ein Schwert. Und wir nehmen einfach einen Wolf und geben ihm ein Schwert ins Maul und dann haben wir wieder ein neues Pokémon designt. Nee, nee, irgendwie... Früher war halt nicht alles, aber vieles war besser. So, und einmal mehr. Octillery hat die passende Attacke für seinen Gegner. Einmal mehr. Wunderbar. Level 46, ja. Wurde auch Zeit, danke. Kombi. Was ist eine Kombi? Achso, ja, B, ne? Macht Sinn. Und auch hier. Eistrahl. Wunderbar. Haben wir Vatribia dich zum ersten Mal gesehen jetzt in diesem Let's Play? Könnte sein, oder? Konnte mich an den Sprite irgendwie nicht mehr so richtig erinnern. So, und noch du. Und ich hoffe, du bist der letzte Trainer, den wir mitnehmen müssen. Da wäre ich ein Fan von. Okay. In diesem Sprite stimmt dann doch was nicht. Aber ich möchte jetzt das Risiko eigentlich ungern eingehen. Könnte eine starke Pflanzenattacke kommen und dann haben wir ein Problem. Was machen wir? Wir sehen uns mal den Feuersturm an. Falls er den trifft. Oh nein. Komm schon. Geht daneben. Komm schon. Danke. Trotz des Sandwirbels. Perfekt. So, und was haben wir noch? Nichts mehr. Das war jetzt der dritte Trainer dieser Reihe. Ja.
So, so, so. Na, oh, oh Gott. Ich habe mich geirrt. Ich dachte, wenn da schon drei rumstehen, dann muss man die bestimmt bekämpfen, aber... Ha, wisst ihr was? Nein. Eher weniger. Okay, Weedle. Gut, 43. Ein Hornli auf Level 43. Kann man mal machen. Muss man jetzt aber nicht. Oh, ich erinnere mich gerade dunkel an Pokémon Blau Kaizo. Da musste man doch ein Hornli auf Level 100 besiegen und das irgendwo in der Nähe von Azuria City, also relativ zu Beginn des Spiels. Oh ja, ich erinnere mich. Oh, jetzt muss ich den besiegen. Aber wenn ich jetzt rausgehen würde, würde ich denn das Spiel kaputt machen, weil der mich nicht mehr herausfordern würde? Oder bleibt er jetzt hier an dieser Stelle stehen? Versteht ihr, was ich meine? Der stand ja da oben im Weg. Jetzt, da er gegen mich kämpfen will, ist er auf mich zugegangen. Jetzt kann ich oben entlang gehen, aber normalerweise, Trainer, die sich bewegt haben, wenn das Gebiet neu geladen wird, stehen ja wieder an ihrem alten Punkt. Ja. Eistrahl. Naja, ich denke, ich möchte mich jetzt nicht hier... nee. Nicht softlocken, ehrlich gesagt. Deswegen möchte ich das gar nicht erst testen. Hier wächst du wieder auf Aquana. Los geht's! Und der Surfer zum Siege. Und tschüss. Reicht. Reicht dicke. Wunderbar. Ist das jetzt bitte der letzte Trainer vor Giovanni? Und jetzt komme ich ja da oben entlang. So, wir nehmen... Nein, ich wollte zu Fuß gehen. Es geht ein bisschen schneller. Das heißt ein bisschen. Gefühlt 8 Jahre schneller. Warum dauert das immer so lange? So, jetzt können wir hier oben entlang gehen. Und da drüben steht er. Ja, da ist er. Giovanni. Hallo, alter Freund. Na, alles klar? Alte Socke. So, voll geheilt. Und... ja, so starten wir auch. Das ist mein geheimes Versteck, weißt du? Ich plane, das Team Rocket hierher zu rekrutieren. Und dann werden wir die Welt beherrschen. Aber jetzt kommt erstmal unser Kampf. Ich, Johnny, der größte Pokémon-Trainer, werde dich zerstören. Ja, möglich. Ich wünsche dir bei deinem Vorhaben auf jeden Fall alles Gute. Aber... ja, wir werden sehen. Okay, nicht das beste Match, das wir haben, aber... was könnte Ammonitas Gedrohliches drauf haben? Nicht so viel. Okay, das war gut. Dann ein hier, Dingens. Ein Mushas. Ich habe wirklich nichts gegen Wasser-Pokémon eigentlich. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass es einen Eisstrahl beherrscht. Ich versuche einfach mal den Absorber. Ja, ja, doch. Es hat nur ein Mushas, ja. Und dann haben wir ein... pass auf. Pudox. Die beiden Giftkäfer-Pokémon aus verschiedenen Generationen treffen aufeinander und ich sehe gerade... oh nein, hör auf damit. Ich sehe gerade, Bibor ist 4 Level höher. Bibor ist 4 Level höher. Agilität, okay, das bringt dir nicht sonderlich viel, denn das war's bereits. Seht ihr, Pudox ist super. Bloß sein Movepool, das es hier hat, ist jetzt nicht so das Wahre. Das ist Frisselblitz, würde ich sagen. Deswegen... ah, nee! Elitzebar. Stimmt ja. Level 45. Nicht so cool. Donnerwelle wäre auch nicht so cool. Aber dazu kommt es zum Glück nicht. So oder so nicht. Und sogar ein Crit.
Die Lichtsäbel hätte ich auch gerne gehabt, aber man kann nicht alles haben. Und ein... Bist du ein Samurzel? Bist du ein Samurzel? Bist du ein Samurzel? Bist gut. Ja, du bist Samurzel. Auf Level 50! Bist du scheiße oder so? Nein, nicht daneben gehen. Komm schon, Miskogun. Danke. Feuersturm! So. Giovannis stärkstes Pokémon ist einfach ein Samurzel. Ich sag ja. Es kann nicht schwerer sein als das Original. Wow, das war ein fantastischer Kampf. Du hast gewonnen. Hier hast du den Erdorden. Und knapp 5000 Pokédollar. Und ich kriege noch die TM Erdbeben. Fun fucking tastisch. Ich habe sogar Platz. Fantastisch. Und, oh nee, nee, nee. Das ist Geofissur. Oh nein. Oh nein, oh nein. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Lass mich jetzt gehen. Man sieht sich, Junge. Alles klar. Moment. Theoretisch. Nur mal so interessenshalber. Theoretisch. Niemand, okay. Ich werde kurze Zeit in Versuchen gekommen, glaube ich. Aber nee, nee, nee. Oh, hier langsam durchkriechen, ja. Ja, und dann, Leute, können wir unsere Orden vorzeigen, ab in die Siegestraße gehen. Und dann sind wir bereits durch. Was heißt bereits? Sind wir jetzt vielleicht bei Part knapp 30? Ist es 29 jetzt? Glaub ja, oder? Ja, gut. Unter 35 Parts bleiben. Ich dachte eigentlich, es würde schneller gehen, aber hey. Man kann nicht alles haben. Gut. Gut, gut, gut. Wir haben 8 Orden. Sehen uns gleich noch an. Einfach nur so. Hier. Ja, alle 8 Orden. Die Zeit stimmt natürlich nicht, weil... Ja, wenn ich was offscreen mache, nutze ich auch die Speed-Taste und so weiter, ist klar. Aber, ne. Im Großen und Ganzen sind wir kurz vor der Vollendung des Spiels. Und unser Team ist eigentlich völlig cool und völlig stark. Aber Leute, für heute war es erstmal mit Pokémon Rötliches Rot. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!